Versuch Nummer 3. Diesmal mit neuen Schmuck. Also ich habe mich quasi hübsch gemacht, habe meinen Typen eine Krone auf den Kopf gesetzt. Ich habe diesmal auf jeden Fall es viel einfacher gehabt, um diesen Wert da oben hochzukriegen. Was hier rum heißt, ist das Upgrade. Und wir haben unsere Stämme quasi vereinigt. Wenn jemand das Spiel mal spielen sollte, verbünden geht auf jeden Fall leichter. Ich habe damals immer Krieg gemacht. Jetzt bin ich Alleinherrscher. Kriege, um eine Stadt zu gründen. Auf in die Zivilisationsphase. Das finde ich immer cool. Also man kann hier die Entwicklung sehen, auch Tiefen und Höhen. Und das fängt hier bei Evolutionsgrade an. Geht dann hoch. Da sieht man schon. Weiterentwickelt. Dann halt Flügel. Weil hier hatten wir einen kleinen Tief, weil ich zwischendurch, glaube ich, mal. Weil wir skripiert sind, hier kann man gar sehen, was, wie man sich weiterentwickelt hat. Hier haben wir mal ein richtig tiefes Tief gehabt, weil wir hier doch noch versehentlich einen Mitglieder verloren haben. Kann man sehen, was man erfunden hat, finde ich auch gut. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ich glaube, jetzt muss immer sein Rathaus irgendwie erstmal erfinden. Jo, wie soll unser Haus aussehen? Wir haben nicht unendlich viele Punkte über. So, wir sind ja diesmal auch nicht kriegerisch. Das heißt, wir fangen erstmal mit einem großen Tor. Kann man hier rüber hinausgehen? Nee. Das ist schon eingeschränkt. Das Zeichen für Transparenz. Nehmen wir mal der zweite Torbogen. Ach, da haben wir noch andere Sachen. Schon mal gut zu sehen. Diplomatie-Häuser zeigen ja mal ein Zeichen von Transparenz. Das heißt, wir nehmen jetzt noch einen zweiten Torbogen. Machen wir ganz außen, damit wir den Platz auch möglichst viel nutzen. Kann man copy-pasten? Nee, schade. Ich packe jetzt nur drauf, wenn man sehen kann, dass sie auch gleich groß sind. So ein Platzfüller für die Mitte. Mit der Tastatur kann man nicht so viel machen, wie ich wollte. Macht nichts. Macht jetzt jeweils nochmal einen größer, damit die da reingehen.
Jeder Mensch mag runde Ecken. Ich hätte ihn nur gerne darunter, nicht drüber. Den nehmen wir nochmal weg. Na. Wieder runter. Sahnehäubchen, so so. Was gibt's noch so zur Auswahl? Also irgendwie sah es so ungekonnt aus.
Luke. Wie bestimmt lustig ist, wenn wir das Ding dann. Eigentlich würde ich oben so ein Dach haben. Gläsernes Dach wäre eigentlich top. Reichstag. Krachdach Tipi. Aber jetzt oben auf der. Ich kann das nochmal weg, das sieht doch scheiße aus. Das sieht generell, bin ich noch unzufrieden. Aus dem Banner kann man mich ja schon mal begeistern. Das Ding jetzt so oben drauf. Geht doch. Sieht ja schon eher aus wie ein Zentrum der Stadt.
So. Ups. Genau. Das finde ich schon irgendwie lustig. Kann man es noch überbauen? Zu hoch. So, ich will aber die Grenze austesten, also. Muss nicht mehr Sinn ergeben. Ich finde es einfach lustig, wenn es nachher im Spiel so ein hohes Ding ist. Hoffe ich zumindest. Also wird es nochmal ein bisschen bunt gemacht. Okay, sieht gut aus. Das ist der Iron Man Style. Sieht nicht so gut aus. Bleiben wir beim Iron Man Style. Der gefällt mir echt gut. Kannst du etwas mehr Gold reinmachen? Farbauswahl wäre schöner gewesen, so. Das Rathaus, nennen wir mal auch Rathaus.